Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von John Gossens Daily DAX am heutigen Mittwoch, dem 28. Februar 2024. Ja, wir starten natürlich mit einem Blick auf den deutschen Aktienindex und er schiebt sich weiter nach oben. Jetzt ist es schon die Marke von 17.600 Punkten, die erreicht wurde. Und wir sehen weiterhin, dass der Ausbruch intakt ist. Keine Spur von Gewinnmitnahmen seit mehreren Handelstagen sehen wir hier. Durchweg grüne Kerzen. Was wünscht man sich mehr als Bulle in diesem Moment? Da bleiben wohl tatsächlich wenig Wünsche übrig, denn der Leitindex erkennt ja derzeit weiterhin nur eine Richtung. Ja, und charttechnisch, Sie kennen die Marken 17.000, 17.2 und natürlich allen voran dieser Aufwärtstrend sind entscheidend und solange eben vor allem natürlich auch der Aufwärtstrend intakt sind, sind derzeitige Optionen für eine Trendwende eher unwahrscheinlich, wenn auch natürlich unveränderter deutscher Aktienindex wie auch der gesamte internationale Aktienmarkt in einem massiv überkauften Marktstatus unterwegs ist. Aber solange eben die charttechnischen Umkehrsignale ausbleiben, gibt es eben auch keinen Grund, um hier nach unten abzurutschen. Anders sieht es jedoch aus bei der Aktie von Infineon. Ja, erst gestern gab es ja mein Update zur Infineon-Aktie, wo ich sagte, oh, Vorsicht, der Sprung über die 200-Tage-Linie muss eben nicht wieder ein Kaufsignal sein, sondern könnte genau das Gegenteil auslösen, nämlich einen sogenannten Fehlausbruch und wieder den Sprung nach unten. Und prompt sehen wir heute ein sattes Minus von fast 4% und damit ist der Traum, nämlich von dem Sprung respektive nachhaltigen Ausbruch über die Marke von ca. 34 Euro mal wieder dahin. Die 200-Tage-Linie wurde wieder nach unten durchbrochen. Der Fehlausbruch ist mal wieder da und damit bleibt genau die Option gegeben, die ich gestern aufgezeigt hatte, nämlich dass Infineon wieder in diesem Bereich von 32 bis 31 Euro konsolidiert. In diesem Sinne, einen schönen Abend und bis zu einer nächsten Ausgabe von John Gossens Daily DAX.